Guten Morgen zusammen. Obwohl wir keinen Fernunterricht haben, habe ich gedacht, dass für die Zukunft, für zu Hause oder falls wir uns trennen in zwei Zimmern, kann man vielleicht die Basic-Funktionen von InDesign oder mindestens, was wir in der ersten Unterricht machen, auch online machen, also mit einem Video. Deswegen will ich euch jetzt in Illustrator, nicht InDesign, Illustrator präsentieren und ich erkläre euch ein paar Basic-Funktionen und auf dieser Basis werden wir heute den Unterricht und die Übung machen. So, fangen wir sofort an. Das ist Illustrator. Illustrator hat eine Benutzeroberfläche, die sehr ähnlich wie InDesign und Photoshop ist. Und das ist eine Hilfe für uns. Wenn wir ein neues Dokument in Illustrator machen wollen, einfach gehen wir unter Menü Datei, Neu und können wir einfach entscheiden, für welches Medium wollen wir die Datei machen. In der Version 6, die wir in der Schule haben, ist natürlich die Auswahl hier ein bisschen begrenzt und die Interface ist ein bisschen anders, aber keine Sorge, bitte. Ich will für diese Übung, für diesen Test einfach ein Dokument für Druck machen. Kommen dann einige Formate, die wir schon kennen, wie der klassische DIN A4, aber nein, ich will etwas personalisiert. Deswegen, wie in InDesign, kann ich hier einige Einstellungen eingeben. Welche Einstellungen kann ich eingeben? Ich kann die Breite und die Höhe. Natürlich, bevor ich hier einen Wert eingebe, werde ich schauen, welche ist die Einheit, die ich benutze. Millimeter geht es gut. Wenn ihr lieber mit Zentimeter klarkommt, könnt ihr Zentimeter benutzen. Normalerweise dann, wenn ihr ein Dokument für Web macht, zum Beispiel müsst ihr eine Icon für eine Website machen, dann werdet ihr hier einfach Pixel nehmen. Aber lassen wir erstmal Millimeter und meine Klassiker ist, dass ich immer mit einem Quadrat arbeite. Hat das einen Sinn? Nein. Es ist nur, dass ich bin so gewohnt, weil mit einer quadratischen Form kommt meine Kreativität besser raus. Dann, da ich eine quadratische Form habe, habe ich keine große Entscheidung hier bei der Ausrichtung, horizontal oder vertikal, wie in Design. Zeichenfläche. In der alten Version von Illustrator war nicht möglich, mehrere Blätter in einer Datei zu haben. In der letzten Version, auch vor der CC-Version von der Creative Cloud, gibt es die Möglichkeit, mehrere Zeichenfläche zu haben. Ihr müsst euch so darstellen, ihr habt einen großen Schreibtisch, die sollte 5 Meter mal 5 Meter sein. Und auf dieser Schreibtisch könnt ihr entweder nur mit einem Blatt arbeiten, mit einem Weißblatt oder mit mehreren Blättern. Zum Beispiel, wenn ich ein Logo erstellen muss, dann arbeite ich mit mehreren Blättern, damit ich eine nebeneinander die verschiedenen Logo-Vorschläge oder Versionen sehen kann. Aber da kommen wir noch. Momentan starten wir mit einem und vielleicht ist für heute auch genug. Bei der Anschnitt, ob ich nicht zugabe, dann kennt ihr schon, das haben wir in Design gesehen. In der letzten Version von Illustrator wurde dieser Bereich, die Möglichkeit, diesen Bereich hinzuzufügen, auch in Illustrator hinzugefügt und das ist nur gut. Was hier untergibt, werden wir bald entdecken und das ist aber mehr ein Thema von absolut von jedem Produkt in Grafikdesign, also von Illustrator, Photoshop und in Design. Aber das werden wir laut meinem Plan in Photoshop schauen. Aber das ist sehr wichtig. Momentan wissen wir, dass, wenn wir Druck hier ausgewählt haben, diese Einstellungen für die Farbdarstellung und für die Auflösung, also die Qualität von unserer Datei, sind für eine Druckdatei sehr gut. Oder geeignet, besser zu sagen. So, mehr muss ich erstmal auch nicht sagen. Das reicht. In einem Illustrator-Dokument haben wir keine Ränder. Ich weiß nicht, was gibt es unter diesen weiteren Einstellungen. Eigentlich nicht viel, deswegen lassen wir, wie das war. So, wenn wir diese Einstellungen angegeben haben, können wir erstellen, klicken und kommen wir auf unsere Interface von Illustrator. Machen wir einen Überblick von diesem Interface. Vielleicht die Interface auf Windows sieht ein bisschen anders aus, besonders in diesem Bereich, aber keine Sorge. Normalerweise oben findet sich die Menüleiste. Dieses Mal ist ein bisschen anders als in Design. Haben wir eine sehr wichtige Objekt-Menüleiste. Mit dieser können wir eine Menge Sachen machen. Wenn wir mit Shift zu tun haben, haben wir die Menü Shift.
Schritt, wie ein bisschen in Design, Auswahl, wenn wir weniger benutzen, Effekte, es gibt eine sehr interessante Sache, aber Effekte werden wir ein bisschen mehr in Photoshop dann machen. Ansicht, es ist eine sehr, ein Menü, die für uns sehr interessant ist, wenn wir die Einstellungen von unseren Arbeitsbereichen modifizieren wollen. Unter Fenster finden wir, wie jedes Programm von Adobe, alle Palette, Leisten und ja, Leiste, horizontal oder vertikal, die wir brauchen. So bitte, wenn ihr etwas rechts oder links oder oben nicht findet, einfach ihr schauen. Man muss nur den Namen wissen, wie heißen diese Leisten und dann ist alles gemacht. Und was haben wir noch? Hier oben haben wir wie immer eine Steuerungsleiste. Diese Steuerungsleiste ist eine Leiste, die sich ändert jedes Mal, dass wir ein bestimmtes Werkzeug nehmen. Teilweise ändert sich, oder wenn wir ein Objekt ausgewählt haben. Links haben wir eine Leiste für die Werkzeuge, Werkzeugleiste, entweder als Einzelspalte oder als Doppelspalte, wie ihr wollt, mit dieser kleinen Pfeile, tak, tak. Wenn ein Werkzeug eine kleine Dreieck hier unter rechts hat, bedeutet das, wenn ich mit der rechten Taste der Maus klicke oder wenn ich klicke und lasse gedrückt, kommen bestimmte Werkzeuge, die von der gleichen Familie, von der eingeblendeten Werkzeug zu hören. Und dann haben wir hier besonders die Farbe, Farbe für die Fläche, Farbe für die Kontur, ein bisschen wie in Design, da haben wir keine große Überraschung. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Präsentationsmodus, auch hier keine Überraschung im Vergleich zu InDesign. Und was noch? Hier unten haben wir die Möglichkeit, zwischen Seiten oder besser Zeichenfläche zu blättern, Entschuldigung, und Zoom-Faktor. Und hier haben wir unsere Palette. Die sind gleich wie in InDesign, so wir können mit ihnen spielen, wie wir wollen. Okay, dann mache ich die Palette erstmal so, das sind einfach für uns zu verstehen. Bei mir gibt es ein bisschen zu viel, aber kein Problem. Und das ist natürlich unsere Arbeitsfläche. Jetzt, wenn ich mit der Steuerung minus oder Command minus von Tastatur ein paar Mal klicke, sehen wir, was wir zur Verfügung haben. Diese Bereiche, ein bisschen, Entschuldigung, dunkelgrau, nicht hellgrau, dunkelgrau ist unser Schreibtisch. Auf unserem Schreibtisch können wir die Elemente, die wir nicht sofort benutzen, einfach dort stellen, ein paar Platz für unsere Elemente, oder haben wir alle diese Bereiche zur Verfügung, um andere Zeichenfläche hinzuzufügen. Gut, um eine andere Zeichenfläche hinzuzufügen oder diese Zeichenfläche, die Maße von dieser Zeichenfläche zu ändern, gehen wir sofort hier in der Werkzeugleiste und suchen wir nach diesem Werkzeug. Dieser Werkzeug hier unten heißt genau Zeichenfläche-Werkzeug. Wenn ich das Zeichenfläche-Werkzeug aktiviere, indem ich einmal klicke, dann ich habe nur eine Zeichenfläche, deswegen hat diese Zeichenfläche sich aktiviert und ich kann die Maße einfach so ändern. Ich komme zurück. Oder wenn ich bestimmte Maße im Kopf habe, ich kann die Maße in der Steuerungsleiste hier eingeben. Zum Beispiel 400. Ja? Wenn ich dann die Ausrichtung noch ändern möchte, dann auf jeden Fall finde ich noch etwas. Ah, guckt ja mal. Horizontal oder vertikal? Aber ich bin klar. Ah, wir können hier einen Namen geben, zum Beispiel Blatt 1. Blatt 1 wird hier geschrieben. Eventuell kann nützlich sein, wenn wir exportieren bestimmte Formate. Bestimmte Formate erlauben uns, diese Datei auf verschiedene unterschiedliche Dateien zu exportieren. Das heißt, jede Seite wird eine getrennte Datei und da ist einfacher zu wissen, wenn wir einen bestimmten Namen gegeben haben, welche Datei zu welcher Zeichenfläche gehört. Ne? Also ab hier 400 mal 300 gefällt mir nicht. Ich komme zurück zu meiner 300. Okay. Und dann habe ich die Idee, ich möchte gerne eine andere Platte, eine andere Zeichenfläche hier daneben. Was kann ich machen? Immer in der Steuerungsleiste hier oben gibt es ein kleines Symbol mit Plus oder mit dem Symbol von einer Platte. Es kommt darauf an, welche Version wir haben. Und man muss nur einfach klicken. Und wird eine neue Zeichenfläche hinzugefügt auf der Basis von den Informationen, die letzten Informationen, die ihr
angegeben worden. Wenn ich von diesem Modus, in dem ich ein bisschen mit der Zeichenfleisch arbeite, weg rausgehen will, einfach das ist unser normales Auswahlwerkzeug, anders gesagt von mir Rettungswerkzeug, wenn wir weniger Katastrophen machen wollen, klicken wir auf dieses Werkzeug und alles wird gut. So, ich kann die Zeichenfläche nicht mehr bewegen. Gut, ich kann die Zeichenfläche aber aktivieren. Seht ihr, jedes Mal, dass ich klicke auf eine Zeichenfläche, seine Kontur wird dunkler. Das ist wichtig, wenn wir nur eine Zeichenfläche exportieren wollen oder wenn wir auf eine Zeichenfläche die Elemente ausrichten wollen. Weil manchmal es kann passieren, dass ich, obwohl ich ein Element in dieser Zeichenfläche habe, gebe ich das Befehl, dass dieses Element sich zentrieren muss auf der ganzen Seite. Wenn die Zeichenfläche rechts ausgewählt ist, wird das Objekt einfach hier verschoben. Deswegen muss man ein bisschen beachten. Also, aber momentan, wir brauchen eigentlich keine zwei Zeichenfläche, deswegen eine wird jetzt entfernt. Wie mache ich das? Immer in der Werkzeugleiste, ein Klick auf das Zeichenfläche-Werkzeug und dann auch ein Klick auf die Zeichenfläche, die ich entfernen will und von Tastatur die Entfernung-Taste. Puff, weg. Gut, dann... Um in meinem Arbeitsbereich zu navigieren, ich kann das Sandwerkzeug benutzen. Ich kann das Sandwerkzeug aktivieren jederzeit, indem ich die Leertaste von Tastatur drücken lasse. Natürlich dann muss die Maustaste klicken und schieben. Das funktioniert aber auch in Illustrator und auch in Photoshop. Oder ich kann mit Zoom in und Zoom out arbeiten. Das haben wir schon in InDesign gesehen. Von Tastatur Steuerung plus, Steuerung minus. Wenn ich die ganze Blatt sehen will, also ein bisschen ein Fit to Windows machen will, Steuerung 0. Aber das kann man auch nicht, das muss man nicht unbedingt mit der Tastatur machen. Man kann auch mit dem Zoom-Werkzeug das machen. In den Mann, der zum Werkzeug auswählt, ich kann einen allgemeinen Klick machen oder ich kann klicken, gedruckt lassen und ziehen auf einen Bereich und wird nur dieser Bereich größer gemacht. Ne? Wenn ich dann eine Zoom-Out machen will, ich muss das gleiche Werkzeug nehmen und dann einfach Alt oder Option, es kommt darauf an, Windows oder Mac, von Tastatur klicken, während Alt oder Option geklickt sind, der Plus wird ein Minus und jedes Mal, dass ich klicke oder gedruckt lasse, dann wird ein Zoom-Out gemacht. Ich mache dann Steuerung 0, um wieder das ganze Blatt zu sehen, weil... ich will euch noch einen anderen Teil von unserem Arbeitsbereich vorstellen. Das sind, wie heißen sie auf Deutsch? Nur einen kleinen Moment. Lineale. Lineale, okay. Lineale sind Lineale, eigentlich, die links und oben gezeigt werden. Die findet man auch in InDesign, auch in Photoshop. In InDesign haben wir sie nicht gesehen, aber jetzt sehen wir sie in Illustrator einmal für alle. Um sie einzublenden, einfach unter Menü Ansicht, Lineale, Lineale einblenden oder Steuerung R oder Command R von Tastatur. Die Lineale sind hier, ihr könnt ja sehen, wofür sind diese Lineale? Um die Elemente zu positionieren, haben wir gesehen im Design, dass, auch in Illustrator ist so, dass es eine Palette ausrichten gibt. Ja, mit den verschiedenen Optionen hier, das haben wir gelernt und das funktioniert gleich in Illustrator, deswegen werde ich das nicht wiederholen. Ne? Aber manchmal muss man die Elemente einfach, braucht man eine Linie, eine Hilfslinie, so heißen sie, damit man die Elemente besser positionieren kann auf einen bestimmten Punkt oder man kann eine visuelle Richtung haben. Ne? Um das zu machen, Illustrator bietet zahlreiche Möglichkeiten. Wir machen nur die Basis und zwar horizontal und vertikal Hilfslinie. Die Hilfslinie sind Linien, die nur während wir arbeiten in Illustrator zu sehen sind. Wenn wir exportieren oder speichern oder drucken, werden diese Linien nicht zu sehen sein.
Wie kann ich eine Hilfslinie erstellen? Es ist sehr einfach. Egal welche Werkzeuge ich ausgewählt habe, jetzt nehme ich meine Auswahlwerkzeuge, um keine Katastrophe zu machen, klicke ich innerhalb, also nicht unten, nicht oben, innerhalb dieser Lineale, wo der Grau ein bisschen dunkler ist. Egal wo, hier, egal wo. Ich klicke, lasse gedrückt die Maustaste und mit der gedrückten Maustaste ziehe nach unten. Seht ihr schon eine kleine Linie? Wenn ich lasse, das ist meine Hilfslinie. Die Hilfslinie ist ein Element wie viele andere und ich kann dieses Element weiter schieben oder von Tastatur dieses Element auch löschen mit der Entferntaste. Ich nehme wieder eine. Ich kann so viele Hilfslinien, wie viel ich brauche. Diese Hilfslinie habe ich jetzt manuell irgendwo gestellt. Um zu wissen, ob meine Koordinate, in dem Fall Y-Koordinate, weil ich kann sie nur im Vertikal nach oben oder nach unten schieben, eine bestimmte Koordinate zu geben, muss ich diese Hilfslinie einfach mit einem Klick auswählen. Und dann hier in der Steuerungsleiste gibt es die Position. X hat keine Bedeutung, Y schon. Deswegen kann ich hier sagen, diese Hilfslinie muss bei 200 sein. Okay. Ich kann natürlich auch von der linken Lineale Hilfslinie erstellen. Wenn ich fertig bin mit Hilfslinie und diese Hilfslinie müssen immer so bleiben, es wäre gut, wenn diese Hilfslinie gesperrt werden. Das heißt, sie sind sichtbar, aber nicht mehr anfassbar. Um das zu machen, Ansicht, Lineale, Entschuldigung, etwas stimmt nicht jetzt. Hilfslinie, Entschuldigung, also Ansicht, Hilfslinie, ich war bei Lineale, das war total falsch. Und dann kann ich Hilfslinie sperren. Wenn ich jetzt probiere, die Hilfslinie anzufassen, nichts, geht nichts. Wenn ich will sie wieder entsperren, Ansicht, Hilfslinie, Hilfslinie entsperren. Okay. Wenn ich die Hilfslinie nicht sperre wieder, wo sind sie? Hier? Sperren. Ich will sie aber für einen Moment nicht mehr sehen. Ich kann aus Ansicht Hilfslinie ausblenden. Sie sind noch da, sie sind aber unsichtbar bei mir. Momentan stört, ich will meine Artwork, ich will meine Zeichnung einfach sehen ohne Hilfslinie. Und sie wieder einzublenden, wieder Ansicht, Hilfslinie einblenden. Und sie sind wieder da. Gut, ich werde sie jetzt entsperren. Und dann alles auswählen mit einer schönen großen Auswahl und sie alle weg haben. So, was machen wir heute in Illustrator? Heute in Illustrator zeichnen wir mit Basic Form und dann mit einem sehr komplizierten Werkzeug. Oder ist nicht kompliziert, aber könnte kompliziert werden. So, um normale Formen, geometrische Formen zu erstellen, wie arbeitet man mit Illustrator? Man arbeitet mit Illustrator wie ein bisschen mit InDesign. Das heißt, dass in der Werkzeugleiste gibt es eine Stelle, wo verschiedene geometrische Formen zu finden sind. Rechteckwerkzeug, abgerundete Rechteckwerkzeug, Ellipse, Polygone, Sterne und diese Black Blende, Fleckwerkzeug, ich habe sie nicht benutzt, aber wer weiß. Wie in InDesign kann man die Formen in zwei verschiedenen Methoden erstellen. Erstmal sehr kreativ. Ich klicke, lasse gedrückt die Maustaste und ziehe, um die Form zu machen. Wenn ich ein Quadrat machen will, während ich ziehe, sollte ich die Shift-Taste von Tastatur klicken, damit Breite und Höhe die gleiche Maße haben. Ich erinnere euch, wenn wir eine Kombination von Maus und Tastaturtaste benutzen, muss die Tastaturtasten die letzte Sache sein, die wir loslassen. So, erstmal weg der Finger von der Maustaste und dann, erst dann, weg der Finger von der Tastatur. Aber wenn ich ein Quadrat oder Rechteck machen will mit einer bestimmten Maße, ich kann einfach mit dem gleichen Werkzeug, anstatt klicken und ziehen, einfach einen Klick machen. Dann kommt dieses Dialogfenster und ich kann die Maße eingeben, die ich brauche. Gut. Wie in InDesign, ich kann jedes Element
Ich gebe eine Farbe, damit das zu sehen ist. Jedes Element dann mit diesem Quadraten an der Ecke und in der Mitte der Seite dann ein bisschen bearbeiten. Ne? Wenn ich mit der Maus ein bisschen nach draußen gehe, kommt eine Doppelpfeile kurvig und ich kann das drehen. Wenn ich drehen will von 15 Grad oder von 45, Entschuldigung, von 45 Grad, soll ich Shift von Tastatur klicken. Also alle Tricks haben wir schon in InDesign gesehen, deswegen gehe ich nicht weiter. So funktioniert auch natürlich die abgerundete Rechteckwerkzeug. Natürlich, wenn ich die Abrundung verstellen will, soll ich mit der zweiten Methode diese Rechtecke mit abgerundeter Ecke erstellen, und zwar nur mit einem Klick. Da habe ich die Möglichkeit, in den Dialogfenster auch die Eckenradius zu geben. Je größer die Eckenradius, desto sichtbar sind die abgerundete Ecke. Sehr toll für die App oder für Button, für Web und so weiter. Dann Kreis und Ellipse muss ich nicht viel sagen. Polygon haben wir gesehen. In InDesign, Polygon und Sternenwerkzeug bleiben zusammen. Hier sind getrennt. Bei Sternenwerkzeug, wenn ich automatisch da benutze, haben wir die klassischen Sterne. Jetzt ist ja nützlich übernachten. Oder wenn wir nur mit einem Klick auf der Zeichenfläche machen, oder auch irgendwo, dann kommt diese Fenster. Und wir können ein bisschen spielen mit den Zacken, also mit dem, wie viele Zacken wir haben für eine Sterne, also Zacken auf Deutsch, toll. Und mit Radius 1 und Radius 2. Jetzt, ich nehme an, dass Radius 1 ist diese und Radius 2 ist diese. Wir probieren sofort, indem wir umgekehrt machen. Das ist nicht wirklich verändert, aber jetzt machen wir etwas extrem. Yeah. Und jetzt umgekehrt. Toll. Es ist wunderschön, das Sternenwerkzeug. Natürlich könnt ihr ein bisschen mehr spielen. Jetzt mache ich das hier, sind 50. Aber hier machen wir etwas anders. Ja, könnt ihr sofort etwas Ähnliches machen. Also könnt ihr spielen, das lassen wir die Zeit für dieses Video für etwas anderes. Zum Beispiel für die sehr nützliche Blend-Fleck-Werkzeug. Das war ironisch gemeint. Jetzt, wie funktioniert? Bitte keinen Schock haben. Einfach einen Klick machen und ziehen. Und dann irgendwo einen anderen Klick machen und ziehen. Fertig. Für Illustrationen, das ist wunderbar. Für keine Illustrationen, das ist ein bisschen zu viel. Entschuldigung, ich habe das falsche Werkzeug jetzt dabei. Man kann natürlich diese wunderschöne Sache, ich kann nicht anders ausdrücken, auch mit nur einem Klick von Tastatur machen. Und hier gibt es ein Fenster mit so vielen Einstellungen, dass, wenn ihr wirklich langweilig habt während Winterferien, könnt ihr dort ein bisschen spielen. Aber es ist nicht Thema für diesen Unterricht, aber gerne könnt ihr benutzen für eure Illustration. Für ein Logo werde ich euch ein 6 geben. Gut. Gehen wir weiter, weil außer dieser Form gibt es, diese ist eine geschlossene Form, gibt es auch Linien, die wir hinzufügen können. Eine klassisch, oben hier, ich mache wieder Rechtecke, gut. Über der Rechtecke in der Werkzeugleiste finden wir die Linien Werkzeug. In der gleichen Stelle gibt es Bogen, Spirale und dann rechteckische Rasterwerkzeug, radiales Rasterwerkzeug. Sehr schnell, wie funktionieren sie? Mit den Liniensegmenten können wir einfach ein Segment machen. Wenn ich ein Segment machen will, die gerade ist, lasse ich gedrückt Shift von Tastatur, solange ich die Linie ziehe. Wenn ich mit der Linie fertig bin und habe meinen Finger von Maus losgelassen, lasse ich auch Shift und bleibt auf jeden Fall eine gerade Linie. Sowohl in horizontal, als auch in vertikal, als auch 45 Grad. Immer mit Shift. Ansonsten kann ich entscheiden, welche Winkel es haben muss, indem ich keine Shift natürlich klicke. Gut, eine Linie mit einer bestimmten Maße kann ich auch mit der zweiten Methode hinzufügen. Und zwar, indem ich einfach einen Klick mache und dann kann ich eine bestimmte Länge eingeben und einen bestimmten Winkel. Ja? Und voilà. Wunderschön. Weg. Wir können aber hier auch ein Bogenwerkzeug machen. Bogenwerkzeuge sehr nützlich, das macht so.
Na gut, mein Shift ist ein bisschen mehr regelmäßig, ist nicht so schlecht, wenn wir einen Bogen machen wollen, aber ansonsten keine große Wirkung. Wenn man mit der Methode mit nur einem Klick diesen Bogen machen möchte, dann kann man, Entschuldigung, einfach entscheiden, welche ist die Länge von der X-Achse, so horizontal, und von der Y vertikal, und kann entscheiden, ob der Art offen oder geschlossen ist. Geschlossen könnte ein bisschen interessant sein. Guckt ihr mal. Das heißt, wir haben ja einen Bogen, aber die Form wird geschlossen. Also das könnte irgendwann nützlich sein. Ansonsten ist das eigentlich. Spiralwerkzeug kann sehr nützlich sein, wenn wir nicht wissen, dass wir ein bisschen Bewegung in unsere Animation geben wollen. Auch die Spiralwerkzeug hat verschiedene Einstellungen. Man findet sie und wenn man mit der wenn man mit der Spiralwerkzeug einen Klick macht, und kann man hier ein bisschen spielen. Ich lasse euch vielleicht ein bisschen selber spielen und probieren, weil diese Sache, diese Änderung zu erklären, eins ist nicht unser Ziel, zwei könnte uns verwirren. Deswegen, wenn ihr weitere Informationen über die verschiedenen Einstellungen braucht, kann ich persönlich zu euch kommen und zusammenschauen. Ansonsten lasse ich für dieses Video diese Sache weg. Rechteckiges Rasterwerkzeug und radiales Rasterwerkzeug. Naja, wenn wir etwas wie diese machen wollen, das ist keine Tabelle von Design, das ist keine Tabelle, es ist einfach verschiedene Linien, die miteinander dabei sind. Das gleiche mit radiale Rasterwerkzeug. Ne? Wenn Shift geklickt bleibt, wird ein Kreis, ansonsten ist eine Ellipse. Das kann nützlich sein, manchmal, besonders wenn man ein bisschen ja spielt. Wie kann man spielen? Man kann spielen nachträglich manuell oder direkt mit der zweiten Methode, wie man eine Form macht. Zum Beispiel jetzt nehme ich wieder dieses radiales Rasterwerkzeug, und wie wir jetzt kennen, können wir nur einen Klick machen, um ein Dialogfenster einblenden zu lassen. In dieses Dialogfenster können wir die Maße eingeben für Breite und Höhe. Ich will etwas regelmäßig, deswegen gebe ich die gleiche Maße. Und dann Anzahl von konzentrischer Unterteilung. Konzentrischer, von Zentrum bis zum Rand. Innerhalb will ich 10 haben. Und dann müssen sie symmetrisch oder symmetrisch sein. Machen wir etwas ein bisschen verrückt. Und die radiale Unterteilung, also diese, die gehen von Zentrum. Segmente, die gehen, hoppla, Entschuldigung, auf der Zirkumferenz, außer Zirkumferenz von meinem Kreis. Wir wollen 5, nein, wir wollen mehr, wir machen 7. Und die wollen wir auch nicht symmetrisch, also asymmetrisch. Wenn wir jetzt einfach OK geben, das ist unsere Ergebnis. Wir haben eine Form, die ganz unsymmetrisch, asymmetrisch ist. Manchmal ist schön, manchmal nicht, aber lassen wir das erstmal. So, ich habe euch erklärt, wie man einfach schnell mit Formen erstellen kann. Für die Ausrichtung von der Form haben wir schon im Design gesehen. Auch hier gibt es die Palette ausrichten. Die Palette ausrichten findet man unter Menü Fenster. Dieses Mal direkt ausrichten. Ja. Aber wenn wir eine Form machen, haben wir fast immer zwei Elemente bei einer Form. Einmal die Fläche, einmal der Kontur. Wie in Design, auch in Illustrator, für die Farbe und die Eigenschaften von diesen zwei Elementen von einer Form haben wir verschiedene Paletten. Für die Farbe kennen wir in Illustrator mehr als die Farbfelder. Ich würde euch empfehlen, mit der Palette Farbe zu arbeiten dieses Mal, weil sowohl hier mit der Palette Farbe als auch hier mit der Farbewerkzeug in der Farbewerkzeugleiste kann man etwas mehr machen. Und zwar mit einem ausgewählten Element wie meinem, momentan ist blau, deswegen ist ausgewählt, kann ich einfach sagen, dass die Flächenfarbe, die momentan nichts ist, man sieht keine Farbe, ich will eine bestimmte Farbe eingeben. In Illustrator haben wir einfach hier geklickt, weil andere Möglichkeiten waren nicht so toll in InDesign. In Illustrator können wir anders machen. Wenn wir einen Doppelklick hier machen oder hier auf der Flächenfarbe, ist es egal wo, okay, kommt eine Farbwählerpalette. Die Farbwählerpalette finden wir auch in InDesign, aber sieht ein bisschen anders aus.
In Photoshop sieht gleich wie dies aus. Analysieren wir ein bisschen. Diese Palette wird als Darstellungsmethode einen Farbmodus benutzen, die wir in Photoshop dann lernen werden, heißt HSP. Das heißt, wir werden die Farbe darstellen und auch erstellen auf Basis von drei Faktoren. Von der Farbton, das heißt, in diese Linie werde ich erstmal einen Farbton, einen Farbbereich auswählen. Ich will blau, mit Blau arbeiten, ich will mit Grün arbeiten oder mit Gelb und so weiter. Nachdem ich die Farbton ausgewählt habe, werde ich in diesem Spektrum einfach horizontal und vertikal zwei andere Faktoren auswählen. Eine ist die Sättigung, also wie kräftig ist meine Farbe. Eine große Sättigung bedeutet, dass die Farbe sehr knallig ist. Eine niedrige Sättigung bedeutet, dass die Farbe ziemlich tot ist, ne? Hat seine Energie verloren. Das heißt, dass eine Farbe ohne Sättigung ist eine Grau. Und nach oben und nach unten haben wir die Helligkeit von der Farbe, und zwar ob eine Farbe heller ist oder dunkler ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nach rechts Farben sehr stark, sehr mit großer Sättigung auswählen zu können. Vielleicht ein Klick, okay. Oder Farben mit weniger Sättigung, Farben, die heller sind, Farben, die dunkler sind. So, ich klicke. Hier kommen in Weiß und ich werde über diesen Weiß noch sprechen, aber nicht in diesem Unterricht. Erstmal ist alles gut. Ich habe eine Farbe ausgewählt. Hier werde ich haben eine Vorschau. Was hatte ich zuerst als Farbe? Was habe ich jetzt als Farbe? Zuerst hatte ich keine Farbe, aber ist schwarz, die Standardfarbe ist auch okay. Ich gebe OK an dieses Fenster und meine Form ist jetzt grün. Wenn diese Form ausgewählt ist und diese Grün gefällt mir nicht wirklich so, entweder wieder klicke hier und suche ich eine andere Grüne, oder bei der Palette Farbe, die man immer unter Fenster Farbe finden kann, kann man mit verschiedenen Kursoren einfach die Farbe ändern. Also. Und das haben wir. Das funktioniert natürlich auch für die Konturfarbe. Die Konturfarbe momentan ist schwarz. Ich wähle mein Objekt aus, ich klicke auf der schwarze, auf der Konturfarbe, damit das in den Vordergrund kommt, sowohl hier oder hier, und dann ein Doppelklick, kommt dieses Fenster wieder und ich kann wieder vom Anfang an eine Farbe auswählen. Wie ihr seht, meine Kontur ist da, farbig, aber sehr, sehr klein. Ne? Deswegen werde ich jetzt mit einer neuen, anderen Palette ein bisschen beschäftigen, und zwar die Palette Kontur. Die Palette Kontur findet man unter Menü Fenster, Kontur. Und hier kann ich die Stärke von meiner Kontur einfach dicker machen. Außerdem kann ich mit ein bisschen mehr, wenn ich mich gut erinnere, ein bisschen mehr Kontrolle entscheiden, ob die Kontur, wenn ich die Kontur groß mache, die ursprüngliche Linie ist diese blaue Linie. So, in normalen Fällen, wenn ich die Kontur groß mache, er verbreitet sich nach innen und nach draußen. Wenn ich will nur nach innen, okay, dann klicke ich bei Konturausrichtung auf der zweite Option. Oder wenn ich will nur nach draußen, auf der dritte Option. Wenn ich möchte, dass, machen wir wieder nochmal, okay. Wenn ich möchte, dass die Ecke so eckig sind, dann lasse ich die erste Option ausgewählt, aber ich kann auch ein bisschen abgerundet machen oder abgeflacht machen. Die andere werden wir in einem anderen Moment schauen. Außerdem, machen wir wieder nochmal, können wir eine gestrichelte Linie einfach so erstellen. Und eventuell kann man hier ein Muster machen. Und eventuell noch kann man, aber hier keinen Sinn, Pfeilspitze angeben. Momentan lassen wir sie aber da. Wir gehen in diesen Bereich und die anderen Eigenschaften von der Kontur später in einem anderen Unterricht. Erstmal müssen wir lernen, mit dieser Formel klarzukommen. Und das haben wir jetzt gemacht. Jetzt, bevor wir weitergehen, um mit der Formel zu arbeiten, kann man natürlich auch frei zeichnen. Um frei zu zeichnen, hat man in InDesign, in Illustrator, eine
Buntstiftwerkzeug oder ein Pinselwerkzeug. Ich werde euch erstmal nur kurz ein Pinselwerkzeug vorstellen. Das ist sehr gut, wenn ihr eine Grafiktablette habt, weil sowohl in Photoshop als auch in Illustrator kann man schöne Illustrationen machen und die verschiedenen Eigenschaften von einem Pinsel kann man direkt mit den Stiften von der Pen-Tablet regulieren, also der Druck, der Winkel und so weiter. Das ist sehr interessant. Aber wenn wir werden diese Argumente dann ein bisschen vertiefen in den nächsten Unterrichten, dann werde ich möglicherweise meine Pen-Tablet mitbringen in den Unterricht und ich werde euch zeigen. Aber erstmal nur zu sagen, was ich etwas schnell machen muss und ich komme klar mit meiner Maus und mit der Zeichen, also Freihandzeichen, dann könnt ihr selber machen. Wie ihr seht, ist der Freizeichen nicht mein Schwerpunkt. Das bin ich. Gut. Und jetzt kommen wir an mein Ziel für diese Unterrichtung. Das ist auch das Werkzeug, das wir brauchen werden, wenn wir mit unserer Übung uns beschäftigen. Erstmal, wenn wir in Illustrator sowie in InDesign Formen machen, arbeiten wir mit Vektoren oder mit Pfaden. Das heißt, dass sobald ich eine Rechteck gemacht habe oder ein Quadrat, eigentlich, das ist eine geschlossene Form und diese Form ist gemacht von vier Linien. Die vier Linien sind eigentlich die Verbindung zwischen vier Punkten. Um diese Punkte zu sehen und zu manipulieren, muss ich nicht mit dem Auswahlwerkzeug arbeiten, sondern, wie haben wir vielleicht schnell im Design gesehen, mit dem Direktauswahlwerkzeug. Wenn ich mit dem Direktauswahlwerkzeug auf eine Linie, auf einen Punkt klicke, wird dieser Punkt oder diese Linie ausgewählt. Wie ihr seht momentan, ich habe auf einen Punkt geklickt, dieser Punkt ist ganz blau, die anderen sind blau, aber nur die Kontur drin sind weiß. Das heißt, dass die anderen Punkte, ich arbeite mit dem Direktauswahlwerkzeug, ich kann diese Punkte rein theoretisch noch ändern, aber das ausgewählte Punkt in diesem Moment ist dieser blau hier. Ich kann diese Punkte dann einfach nehmen und schieben, wo ich will. Super, einfach. Machen wir weg. Was passiert, wenn ich aber keine gerade Linie habe, wie bei einer Ellipse oder einem Kreis? Wenn ich mit dem Auswahlwerkzeug einfach auf einen Punkt, weil auch hier gibt es vier Punkte, der Unterschied ist, dass die Punkte sind verbunden miteinander, nicht von gerader Linie, sondern von Kurven. Wenn ich auf einen Punkt klicke, jeder Punkt hat zwei Eigenschaften mehr. Diese Eigenschaften, also diese Linie, diese Griffe, geben mir die Möglichkeit, diese Kurve zu beschreiben. Jede Kurve ist beschrieben von zwei von diesen Linien. Links und rechts. Links und rechts. Guckt ihr mal, was passiert. Ich kann natürlich die Punkte bewegen. Aus der Ei, es ist nicht die Zeit, aber es ist okay. Oder ich kann die Griffe mit dieser Endung von der Griffe einfach bewegen. Guckt ihr mal, jetzt kommen die Katastrophen. Wenn ich oben nach links schiebe einen von diesen Griffen, natürlich die andere bewegt sich auch automatisch, weil sie sind verbunden miteinander. Also von dieser Seite, ich habe diese Griffe geht oben, ich habe links und die Kurve habe ich gezogen auch oben nach links. Diese hat sich automatisch unten nach rechts und die Kurve hat sich auch unten nach rechts gezogen. Ne? Und umgekehrt. Ich kann so machen. In diesem Fall ist es sofort, dass die Kurve, die ich machen will, am bestimmten Punkt ist begrenzt von diesen Griffen hier, von diesen anderen Punkten, die dort geblieben ist. Ich kann mit dieser ausspielen und weiter die Form ändern. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist kein Kreis mehr. Das ist aber jetzt, was wir eigentlich machen werden mit neuen Formen, die wir selber erstellen. Wie macht man diese Pfade? Wie macht man diese Punkte und dann die Linie, die die Punkte verbinden?
einfach mit diesem Werkzeug, mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Der Zeichenstiftwerkzeug erlaubt uns, Formen zu erstellen. Jetzt langsam machen wir zusammen. Wie funktioniert dieser Werkzeug? Ich würde empfehlen, einfach anzufangen, nur einen Klick zu machen. Stopp. In der neuen Version von InDesign, von Illustrator, Entschuldigung, fällt euch eine Linie, wird euch folgen. Aber diese Linie ist nur imaginär momentan, ist nicht da. Ist nur eine Darstellung, was passiert, wenn ich in diese Punkte jetzt klicke. So, in der Version CS6 passiert das nicht, soweit ich weiß. Wenn ich jetzt diese Linie erstellen will, ich klicke einfach mit einem Klick von Tastatur, um eine andere Punkte zu machen. Und die erste Linie ist gemacht. Andere Punkte, dritte Linie. Andere Punkte, andere Punkte, andere Punkte, andere Punkte. Und so weiter und so fort. Solange ihr Zeit, Lust und eine schöne Form, die einen Sinn hat, erstellt habt. Wenn wir diese Form dann schließen wollen, und das ist immer gut, dass unsere Formen geschlossen sind, gehen wir mit der Maus in der Nähe von unserem ersten Punkt. Und wenn ein kleiner Kreis unter meinem Cursor, ihr seht, kleiner Kreis, kleiner Kreis, kleiner Kreis, kleiner Kreis, ich kann in dem Moment klicken, um die Form zu schließen. Wenn die Form geschlossen ist, kann ich mit der Palettenfarbe oder mit dem Farbewerkzeug hier einfach eine Farbe für die Fläche eingeben. Ohne große Probleme. Gut, das war eine Form, aber diese Form ist gemacht nur von gerader Linie. Deswegen würde ich jetzt etwas anderes machen. Ich will eine Form mit Kurven machen. Wie mache ich das? Einfach anklicken, anzufangen. Und dann, für den zweiten Punkt, erstmal anstatt nur klicken, ich klicke, lasse gedrückt und ziehe meine Maus in eine Richtung. In diese Ziehen werden erstellt, erzeugt, diese zwei Griffe, die mir erlauben, die Kurve zu beschreiben. Wie die Kurve sich benimmt am Anfang, sieht ein bisschen wild und ohne Kontrolle aus. Ich lasse euch erstmal diesen Eindruck. Erstmal muss man klarkommen mit dieser Linie. Macht euch keine Sorgen, das nimmt ein bisschen Zeit. So, wichtig ist, dass ihr folgt jetzt, was ich sage. Von diesen Punkten, die ich gemacht habe, das ist der Punkt, die hier in der Mitte bleibt, die anderen sind die Griffe. Ja? Ich kann aber nur einen Griff einmal ziehen, deswegen die andere bewegt sich automatisch parallel, also in der Gegenrichtung. Wenn ich fertig bin, ich lasse diese Griffe, okay, und dann gehe ich weiter. Erster Fehler, das man macht, man klickt wieder auf diese Punkte. Nein, man klickt nicht da. Man muss einfach einen anderen Punkt suchen, um wieder einen anderen Punkt zu machen. Natürlich, da diese Griffe schon da ist, meine nächste Linie wird automatisch eine Kurve. Ich klicke, lasse gedrückt und ziehe schon wieder, damit ich diese Griffe erziehen kann, egal. Und so weiter und so fort, immer so. Jetzt ohne eine Richtung, ich werde einfach ein bisschen versuchen. Und das macht ihr auch auf eurem Computer, das ist die beste Sache. Wir werden heute im Design nur in Illustrator, nur Jubo machen mit diesem Werkzeug. Wenn ich jetzt eine bestimmte Kurve machen will, es kann sein, dass wenn ich zum Beispiel ich will nach links gehen, aber ich will nicht, dass diese Linie diese Bogen so macht, sondern ich will gerne eine Linie gerade hier, von hier nach hier. Um das zu machen, was mir stört, ist diese Griffe hier. Um diese Griffe wegzumachen, muss ich eine Sache mit Tastatur, eine Kombination von Tastatur machen. Und zwar, bevor ich weitermache, lasse ich Alt oder Option geklickt von Tastatur und dann mit dieser Taste gedrückt, klicke ich auf den letzten Punkt, den habe ich gemacht. Diese Griffe, die wir hatten, ist weg und der nächste Punkt, den ich mache, kann gerade sein. Das ist, die andere Griffe ist weg und kann nicht beeinflussen meine nächste Linie. Und ich kann einfach ein Klicken machen, ohne dass mir jemand sagt, dass dies eine Kurve sein muss. Beim nächsten Punkt kann ich wieder eine Kurve machen, indem ich klicke, lasse gedrückt und ziehe und so weiter und so fort. Auch in diesem Fall, um eine Kurve fertig zu machen, einfach auf den ersten Punkt wieder klicken. Wenn ein Kreis dabei kommt, bin ich auf der richtigen Stelle.
klicken oder klicken, lass gedruckt und ziehen, um eine Farbe zu machen. Um Illustrator mit dieser Werkzeug zu arbeiten, sollte man eine Regel folgen, und zwar, dass man das erste Mal nicht perfekt sein kann. Die Regel ist, dass man sollte erst mal grob arbeiten, wie bei mir, ich weiß nicht, was das ist, und dann muss die Details nachträglich machen. Die Details kann man ändern, indem man mit der Direktauswahlwerkzeug, also die Device-Pfeile, nimmt die verschiedenen Punkte und verschiebt sie, oder bei jedem Punkt kann noch die Griffe einfach bearbeiten. Ich mache das im Moment hier und ich mache wieder einen Kreis, weil letztendlich diese Form und dieser Kreis basieren sich auf dem gleichen Prinzip, sind von der gleichen Natur. Weil auch hier habe ich, wie gesagt, Punkte mit diesen Griffen, die ich benutzen kann. Das heißt, ich kann diese Punkte nach oben schieben, wenn ich von dieser Form, anstatt ein Ei, einen Tropfen machen will, mir stören diese zwei Griffe, weil ich möchte, dass diese Punkt hier keine Kurve ist, sondern eine Spitze. Und diese Kurve in eine Spitze zum Wandern gibt es ein Werkzeug. Eigentlich zusammen mit der Zeichenstiftwerkzeug an der gleichen Stelle gibt es andere drei Werkzeuge. Wir fangen von unten an. Ankerpunktewerkzeug. Mit Ankerpunktewerkzeug haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn ein Punkt schon zwei Griffe hat, ich muss nur einen Klick machen, die Griffe gehen weg und mein Punkt wird eine Ecke und keine Linie mehr. Ja? Zurück. Wenn ich jetzt die Griffe wiederstellen will, aber natürlich werden nicht die gleichen wie damals, werden nur dabei sein und dann weiter endbar sein, ich muss mit dem gleichen Werkzeug nicht nur einen Klick machen, sondern Klick gedruckt lassen und ziehen, damit die Linie wieder rauskommen. So, ein Klick gehen sie weg, ein Klick gedruckt lassen und ziehen und kommen sie wieder raus. Wenn ich eine Form machen will und ich brauche andere Details, um mehr Details hinzuzufügen, brauche ich zusätzliche Punkte, die ich modifizieren kann. Um mehr Punkte auf einen Pfad, die schon existiert, hinzuzufügen, muss ich immer an der gleichen Stelle, also immer bei der Zeichenstiftwerkzeug, diese andere Option nehmen. Ankerpunkt hinzufügen Werkzeug. Mit Ankerpunkt hinzufügen Werkzeug, ich kann auf meinen Pfad Klick machen und wo ich Klick mache, wird ein Punkt gemacht. Mit oder ohne Griff, es kommt darauf an, ob wir auf einer Kurve oder auf einer geraden Linie diese Punkte machen. Mit der weißen Pfeile kann ich dann diese Punkte benutzen, um die Form weiter zu bearbeiten. Ich kann mehrere natürlich machen. Es kommt darauf an, wie viele Details ich hinzufügen will. Und jedes Mal muss ich die weiße Pfeile nehmen, schauen, wo der Punkt ist und mit diesem Punkt einfach weiter spielen. Okay. Wenn ich sehe, dass ein Punkt, dass eine Form zu viele Punkte hat, das heißt zu viele Details, es ist zu unregelmäßig und will ich diese Punkte einfach weghaben, es ist auch sehr einfach. Immer hier, zusammen mit dem Zeichenstiftwerkzeug, gibt es Ankerpunkt-Löschen-Werkzeug. Mit diesem Werkzeug reicht einfach ein Klick auf einen Punkt und der Punkt ist weg. Aber Achtung, wenn wir einen Punkt wegmachen, der Punkt, die links, der Punkt, die rechts, an diese Punkte werden sich verbinden und deswegen ist das Ergebnis nicht immer planbar. Gut, das ist eigentlich unser Unterricht, was ich geplant habe für diesen Unterricht. Es kann sein, dass spontan werde ich dann später mehrere Sachen machen in Klasse. Aber was wir machen müssen als Übung ist genau mit diesem Werkzeug klarzukommen. Sieht ein bisschen einfach aus, ist aber nicht. Deswegen, also laut Erfahrung, deswegen würde ich euch diese Übung jetzt zeigen. Ein bisschen schnell, ich mache nicht fertig, ansonsten dieses Video wird zu lang. Und zwar werde ich jetzt ein Bild hier hinzufügen. Diese Bilder werde ich nach Zeichen zeichnen. Um ein Bild in Illustrator hinzuzufügen oder besser zu platzieren, gehe ich im Menü Datei und dann Platzieren. Ich habe
Ja, ist schon Material vorbereitet. Nur einen kleinen Moment. Ich habe gedacht, das geht automatisch da, aber ich war ein bisschen, ne? Illustrator, Basic, Zeichenwerkzeug, Material. So, nehmen wir, nicht diese, nicht diese. Zum Beispiel diese, ne? Achtung, wenn ihr platziert ein Foto, müsst ihr ja schauen, ob Verknüpfungen aktiv ist oder nicht. Bitte erstmal deaktivieren. Wenn wir deaktivieren, die Datei, das Bild wird eingebettet in unsere Dokumente. Normalerweise ist kein großes Problem, die Datei verknüpfen oder einzubetten. Aber wenn wir eine Abgabe machen müssen und dir mir die Abgabe schickt, ich brauche, dass das Bild zu sehen ist. Deswegen bitte immer verknüpfen, nicht markieren. In diesem Fall, wenn nicht markiert ist, wird das Bild in der Datei eingebettet und es ist immer zusammen mit der Datei. So, das Bild ist da, ist ein bisschen klein, ich mache sie groß. Natürlich mache ich groß, indem ich Shift von Tastatur gedrückt lasse, damit. Okay. So, das Bild ist da positioniert. Damit das Bild sich nicht bewegt, werde ich jetzt unter Menüfenster die Palette Ebenen nehmen. Die Ebenen haben wir kurz auch in InDesign gesehen. Wir werden sie tiefer in Photoshop sehen, weil in Photoshop haben wir eine andere und größere Bedeutung. Aber hier sehe ich, dass es eine Ebene 1 gibt. Da ich gut bin, werde ich mit einem Doppelklick auf den Namen Ebene 1 einen anderen Namen geben. Und dann, neben den Augen, werde ich auf diese Leerkästchen einfach einen Klick machen. Das heißt, ich werde diese Ebene sperren. Um weiterzuarbeiten, brauche ich natürlich eine ungesperrte Ebene, aber ich mache hier unten eine neue Ebene. Ebene 2. Zeichnung. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber es klingt deutsch aus. Wie arbeite ich? Jetzt muss ich arbeiten und ich will jede von diesen Teilen als geschlossene Form in Illustrator machen. Um eine Zeichnung in Illustrator zu machen und dann färben zu können, muss man schon schauen, muss man schon schlauer vorher sein und schauen, welche sind die Formen, die geschlossen werden muss miteinander. Und welche sind die Formen, die davor und dahinter stehen? Um davor und dahinter stehen ist sehr einfach. Wir haben schon in Design gesehen, mit Objekten anordnen. Irgendwo ist auch hier anordnen. Ich sehe anordnen nicht hier oben, aber momentan ist es nicht, weil ich kein Element habe. Ansonsten kann man mit der Unterebene von der unserer Ebene noch arbeiten. Aber fangen wir mal an. Ich nehme meine Zeichenstiftwerkzeuge. Wir haben gesagt, wir fangen, okay, wir fangen mit einem Klick. Und dann, das ist eine Kurve. Ne? Jetzt, ich werde nicht direkt hier gehen. Warum nicht? Weil, guckt ihr mal, wie viele unterschiedliche Kurven wir haben. Eins, zwei, drei. So, ich muss mehrere Punkte machen. Jedes Mal, dass die Kurve sich ändert. So, einmal einen Klick hier, lasse gedrückt und ziehe. Ich konnte hier ziehen, so ziehen, so ziehen. Nein, ich werde ein bisschen probieren, solange ich die richtige Kurve ungefähr nehme. Wie gesagt, die Regel ist erstmal grob und dann die Details. Der Punkt ist ungefähr gut. Eine andere gute Regel ist, ein guter Punkt auch für die Zukunft, für die nachträgliche Bearbeitung ist gut, wenn man diese Griffe nicht zu lang macht. Wenn ich zu lang mache, bedeutet das, dass ich inzwischen mehr Punkte brauche. So, einfach ein bisschen kleiner. Und ungefähr geht es so. Gut. Also momentan meine Linie wird automatisch geführt, weil die Flächenfarbe hier ausgewählt ist. Ich mache mit dieser Doppellinie hier, Kurve, einfach, ich wandle meine Flächenfarbe in eine Konturfarbe. Okay, das ist viel besser. Ich will dann weitergehen und ich gehe hier, wo diese Kurve, seht ihr, gibt es eine Kurve, die so macht. Ich klicke hier, lasse gedrückt und ziehe. Die Kurve gefällt mir überhaupt nicht. Steuerung Z, ich komme zurück. Wenn ich versuche, schon diese Punkte zu machen, dieser Punkt geht total in eine andere Richtung im Vergleich zu dieser
Linie. Deswegen, da diese Griffe mir in Ruhe nicht lässt, mache ich Alt von Tastatur, das haben wir vorher gesehen. Mit einem Klick hier wird diese Griffe jetzt entfernt. Oh, und ich bin frei, diese Kurve frei zu machen. So. Okay. Diese Punkte werde ich natürlich verbessern. Hier gibt es eine kleine Kurve. Hier noch weiter. Und weiter. Ungefähr hier. Ungefähr hier. Die Griffe, die ich bewege, versuche ich so weit wie möglich in der Richtung von der nächsten Punkte zu ziehen. Also nicht so, sondern in diese Richtung. Ne? Und nie zu tief, nicht zu lang machen. Hier habe ich ein Problem, wieder, so Alt von Tastatur. Hoppla, Alter, das ist alt. Okay. Okay. Wieder Alt, weil ich ändern wieder. Okay. Und weiter, und weiter. Jetzt mache ich ein bisschen schneller, ansonsten. Okay. Weiter. Weiter. Hier wieder Alt von der Statur. Und dann, ja, das ist auch zu viel. Eins. Zwei. Und komme ich am ersten Punkt. Stopp. Fertig. Meine Sache, meine geschlossene Form ist gemacht und sieht es so aus. Ja? Gut. Wenn ich das gemacht habe auf der Ebenenzeichnung, er hat bei der Ebenenzeichnung eine neue Pfad gemacht. Sicherheitshalber, wenn ich jetzt auf diese andere Pfad arbeiten will, damit ich keine Katastrophe machen könnte, könnte ich diese sperren. Oder wenn ich jetzt, bevor zu sperren, noch einige Teile ändern will, kann ich mit der weißen Pfeile noch ein bisschen verfeinen. Ne? Okay. Aber das mache ich später, wenn ich fertig mit dem Rest bin. Hier zum Beispiel ist nicht ganz perfekt. Okay. Okay. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber fast zufrieden. Deswegen sperre ich jetzt diese Unterebene, nicht die ganze Ebene, sondern die Unterebene und gehe weiter und mache ich weiter diese andere. Ein Klick und 1, 2, 3, 4. Hoppla, ist ja nichts mehr. Okay. Ungefähr so. Jetzt werde ich wieder die Farbe ein bisschen ändern. Ich mache ein bisschen dunkler. Und wir haben schon die erste zwei. Und so weiter und so fort. Jetzt werde ich weiter in diesem Video nicht machen, weil wir sind schon bei einer Stunde Video. Aber das ist, was wir heute lernen müssen. Es wird nervig, wenn wir aber schnell sind und sofort verstanden haben, dann gehen wir weiter, weil jede Foto, jede Situation kann anders sein. Aber heute machen wir eigentlich nur das. Wenn wir damit klarkommen, haben wir in unseren nächsten 3 Jahren kein Problem mehr. Weil das größte Problem in Illustrator, die so viele Möglichkeiten hat, die automatisch gehen, aber das große Problem ist dieses Problem, dass man manuell mit diesem Werkzeug arbeiten kann. So, und für jetzt ist erstmal alles fertig. Wenn ich in diesem Unterricht noch etwas ergänzen muss oder eine weitere Frage gibt, dann direkt im Präsenzunterricht. Deswegen bis bald. Ciao, ciao.